geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir haben es gesehen, die Blitzerbox und die Aquana-Box, die haben wir schon geöffnet. Jetzt haben wir mit Flamara die letzte der drei Evolution Premium VMAX-Boxen. Wir switchen die Perspektive, hier könnt ihr sie auch sehen. Auch die hat wunderschöne Promokarten, das muss ich auf jeden Fall sagen. Wenn ihr die beiden anderen Videos noch nicht gesehen habt, solltet ihr mal auf dem i klicken, da habe ich sie euch hinterlegt, hoffe ich jedenfalls. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich doch über einen Daumen hoch freuen und über ein kostenloses Abo auf diesem Kanal für mehr coolen Pokémon-Content, damit wir es dieses Jahr schaffen, die 500 Abonnenten zusammen zu erreichen. Ja, ich habe meine Gäste von der Blitzerbox habe ich immer noch hier sitzen, um mich abzulenken, während ich meine Videos drehe. Dann kannst du ja währenddessen irgendwie was Cooles sagen. Erzähl einen Witz. Nein, einen größeren Witz als mich gibt es sowieso nicht in diesem Video. Weil du humorvoll bist. Hm? Weil du humorvoll bist. Ja. Oh, das war nett geschleimt. Ja. So, also als erstes haben wir hier diese wunderschöne Flamara, diesen Pin aus der Box. Ich würde sagen, ich habe Aquana behalten, meine Schwester hat Blitzer bekommen und Nessie bekommt dann jetzt... Dich mag ich ja auch am wenigsten von uns drei. Ich mag Blitzer am wenigsten. Ja, sorry, wenn ich noch einen Psyana-Pin finde, kannst du den dann haben, aber ich habe leider keinen. Außerdem haben wir natürlich hier auch wieder diese beiden Promokarten. Ich habe sie jetzt mal schon gesleeved. Ich muss sagen, von den dreien mag ich Flamara hier am zweitmeisten und hier am drittmeisten, aber es sind immer noch wunderschöne Karten. Den Wert von den beiden Karten jeweils habe ich euch eingeblendet. Natürlich ist auch in dieser Box wieder eine XXL-Karte dabei, die echt gut gecentert ist, weil ich habe nämlich, ich sage es an dieser Stelle nochmal, ich habe es bei der Aquana-Box ja schon erwähnt, ich möchte mir die drei großen Karten, möchte ich mir in so einen Bilderrahmen hier irgendwo in den Hintergrund hängen. Wir haben auch hier wieder 5 Booster, Kampfstile, Schaurige Herrschaft, Drachenwandel und Fusionsangriff. Mittlerweile, wenn ihr dieses Video seht, ist ja Strahlende Sterne auch schon online und ich sage es euch, ich werde sowas von Geld investieren in dieses Set. Wir machen mal, wir fangen mal an. Also meine moralische Unterstützung ist auf jeden Fall wieder am Start. Im letzten Video hat es auf jeden Fall schon sehr gut geholfen bei der... Diana, Tackle! Nach Tara, Biss! Hast du gerade abgeworfen? Nein. Ja. Okay, wir fangen mal an. Wir haben eine Stahlenergie, Fermicula, Stripoli, Turm des Unlichts, Remoraid, Imantis, Fleckmon, Mankey, Seper, Golbat und Knogger, non-holographic. Komm, schaurige Herrschaft. Ich würde so gerne einen von den drei Birdies in Alternativen nochmals selber ziehen. Lavados habe ich mir ja gekauft. Und Arctos und Zapdos habe ich leider selber nie gezogen. Ich habe euch im Auge da hinten. Ich glaube, sie möchte uns nur wieder aufheben, oder? Okay. Wir haben eine Stahlenergie, uralten Friedhof, Flavia, Agathe, Galamakabaya, Schneebedeck, Formeo, Trasla, Voltilam, Kloptopus und Zerapendra, non-holographic. Was macht ihr denn da? Ihr lenkt überhaupt nicht ab, ne? Nein. So, komm, Drachenwandel. Drachenwandel, da fehlen mir noch Blitzer, Aquana und Psyana in Full Art. Es wäre so cool, ja, meine Schwester, @psychopsyana auf Instagram. Nach Tara, komm, du fehlst mir. Nach Tara in Full Art habe ich leider schon. In Alternativ fehlt es mir noch. Du musst Alternativ werden. Das wäre meine Unlichtenergie. Hippoteros, Schneeblattorden. Irokix, Irbis, Kapuno, Lampi, Leufeo, Wablu, Kindwurm und Tangolis. Leider bisher kein Hit aus dieser Box. Das ist aber jetzt halb so schlimm. Hit. Ja, ja. Du noch mehr als sie, aber ja. Wir sind sogar der Hit, wenn ich bin da. Das Ding ist,
also jetzt mal so für euch als Zuschauer, mich lenkt das teilweise total ab hier beim Aufnehmen, aber ihr findet das ja immer lustig, wenn ich hier im Hintergrund von irgendjemandem genervt werde. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn wir mehr Videos so machen sollen, wo ich im Hintergrund einfach abgelenkt werde. Das ist keine Ablenkung, wir sind toll. Ich dachte, du freust dich, dass wir hier sind. Total. aber es lenkt trotzdem ab. Wasser in... Nach Tara hat sich einfach den Kopf gestoßen. Okay, jetzt krieg ich Kreislauf. Vegeta, Cross-Transressiver, Morabel, Vegimag, Klavion. Guck mal, ein Klavion. Thermopod, Kleinstein, Snubbel, ein Richter und wir haben ein Viscogon. Ja, die zweite. Oh! Die Box jetzt bisher leider nicht so stark, aber wir haben hier noch Last Pack Magic, Leute. Das darf nicht fehlen. Und wollen wir mal gucken, ob das letzte Pack noch was gönnt. Ich kann ja noch mal Psyana VMAX alternativ ziehen. Fusionsangriff hat mir ja auch gar nicht so viele Alternativen gegönnt. Dreimal Celebi. wir haben eine Stahlenergie, Wummer, Viscagott, Cross-Transressiver, wir haben Voltoball. Was? Cross-Transressiver? Ja, Muschas, Evoli, süße Karte, hier, schaut euch das Artwork an. Mopeko, Raupi, Galabarikadax und ein Marakamba. Damit geht die Flamara-Box leider ohne Hit zu Ende, aber das ist halb so wild, weil wir ja letztlich diese Box gekauft haben wegen dieser beiden Promokarten. Und da ich die in meiner Sammlung habe, bin ich auch absolut happy. Möchtest du das Evoli haben? Ja. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja einen Daumen hoch geben auf dieses Video. Ein Daumen runter. Geht doch gar nicht mehr. Doch, es geht, aber nur ich kann es sehen. Also wenn das Video ein Dislike hat, weiß ich, wer es war. Okay, wir sehen uns dann am Samstag wieder und dann bis dann. Ciao.